Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Wollen wir doch mal sehen, was in der Truhe ist. Aber vorher wollen wir mal gucken, welche Gegner uns hier erwarten. Ui, Bartz hat gerade ein Joblevel bekommen. Und er ist jetzt ein Meisterjäger. Jägermeister. Na, ihr wisst schon. Ich wollte jetzt keinen Gedöns machen. Keine Werbung machen eigentlich. Ja, was machen wir denn jetzt mit ihm? Hat man ja eigentlich schon alles, oder? Irgendwie was sinnvoll wäre. Berserker? Nee. Ninja, hat man schon. Ja, dann werde ich ihm einfach mal den Mystic Knight wiedergeben. Und nun für das nächste, was auf uns zukommt, will ich ihm mal so weit. Moment. Den Exfight-Befehl geben. Jawohl. Alles klar. So, schauen wir mal, was hier ist. Zwei Schatztruhen mit einem Pinwheel und einem Partisanen. Das Pinwheel ist eine gute Waffe oder eine Wurfwaffe für den Ninja. Und das ist leer. Der Partisane ist ein langes Teil für den Dragoon. Ich sollte den Bart auch in die vordere Reihe stellen, wenn ich mit ihm mit seinem Messerchen eingreifen lasse. Ja, und ich habe ihn nochmal zu einem Ritter gemacht. Weil der Mystic Knight ziemlich derbe sackt gerade. Ja. Oh, Gilgamesh, was machst du denn hier? Gilgamesh! Ich habe das genommen, was in dieser Truhe drin war. Hey, gib's her! Gib's her! Ich hab's zuerst gesehen! Ich meine, ich hab's zuerst aufgemacht! Dieb! Ninja News. Oh yeah, Sonic Wave. Nein, sie trifft sie, weil wir das Level von Ferris. Armes Ferris. So, hau drauf, Ferris. Dafür bist du da. Oh mein Gott! Ist das wenig Schaden. So, wir wollen uns jetzt erstmal verschnellern. Deswegen Haste. Und ich habe, wie ich sehe, vergessen. Länder wieder zur Weißmagierin. Ich möchte gern Heldin bla bla zu machen. Okay, man könnte jetzt sagen, okay, ich benutze Dark Shock. Gilgamesh ist empfindlich gegen Dark Shock. Ich habe Dark Shock, um das Level zu halbieren. Ich werde es einmal einsetzen. Dark Off, ja klar. Guard Off funktioniert auch, aber es hat wenig Auswirkungen. Der Schaden macht die nicht viel physischen Schaden in diesem Kampf. Also, ich mache jetzt einmal Dark Shock, damit er nicht mehr so hart zuhaut. Ja, ist klar. Es ist vollkommen klar. Jedes Mal funktioniert dieser Bockmist. Jedes Mal funktioniert dieser scheiß Bockmist. Aber nein, jetzt doch nicht. Vergiss Dark Shock. Scheiß auf Dark Shock. Nein, Hurricane. Hey, du bist ja ganz schön gemein hier gerade, Gilgi. Du kleiner Schnudel. Okay, ich werde auf den ganzen Mist scheißen. Und Aero 3 benutzen, wenn man mich lässt. Danke. Das macht über 2000 Schaden. Ja, und Drain Sword kann er benutzen. Und oh, ist das geil! Wow, der braucht keinen Heiler mehr. Der sprudelt über vor Körpersäften, die er sich da einverleibt. Hey, aufpassen hier. Und das ist das auch das Gute an dem Stab. Man haut dem Gegner damit quasi gleichzeitig eins auf die Nuss. Und ja, dadurch wird die, wie heißt das noch gleich, dieser Konfuszustand aufgehoben. So, hier, hau drauf. Oh ja, jetzt gerade wirklich, ich hätte doch eine zweite Double Lens bei den Verhältnissen. So, hältst du das noch aus? Ja, hältst du aus, hier, Kometeneinschlag auf die Nuss. Wir meschen, Gilgamesh. Ich meine, smashen. Ach, ihr wisst schon, hier, Wortspiel und so. Blau, blau, blau ist der Wirbelsturm! Naja, er ist eigentlich weiß-grün. So. Lasst uns sehen. Wie ist das vierte Mal, ja? Aua! Na, ach, verdammt! Ach ja, das hätte ich jetzt auch sagen. Das macht mich irgendwie glücklich. Hurricane! Ah, vor der daneben. Okay, die nächsten Zahlen kriegen wir einfach, wenn man mal kurz Schaden macht. Nein, X-Fight ignoriert sämtliche, was soll ich sagen, also die Rüstung des Gegners im Grunde. Und, wo wir dabei sind, wo ist eigentlich der lustige alte Mann? Hexdeath. Ah, so ist das. Da spreche ich nicht, Gilgamesh. Oh nein, das ist die alte. Okay, soll ich jetzt eigentlich gesagt haben? Ah ja, X-Fight ignoriert irgendwelche Trefferwertungs- Gedönse.
Es trifft einfach jedes Mal. Und ignoriert die Defensive. Also Gilgamesh hat gerade geschwiegen. Ja. Ja, hau mal drauf. Ferris. Komm hier, ruf Ulle. So. Okay, das ist das Ende meiner Aufwärmübung. Gilgamesh! So, weißer Wind. So, Ferris muss jetzt überleben, weil... So, wir machen nochmal X-Fight. Boah, das Brain Sword ist so übermäßig krass. Wow. Okay, wir wollen jetzt was klauen, nachdem er seine Form gewandelt hat, weil wir... Was? Dreck! Hier, du musst überleben. Excalibur. Das ist das, was er... Lass mich deine Stärke sehen. Zeige mir deine Kraft. 11. Das ist Excalibur. So, klau was. 10. Hä? Was? Du kannst nichts klauen? Warum nicht? Warum nicht? Tu mir das nicht an, Ferris. Bitte. Bitte, ich will das Teil ab. Was zum Klau? Das ist unfair. Das ist unfair! Unfair, unfair! Ist es nicht das stärkste Schwert der Welt? Sieht nicht danach aus. Wenn es das war, ist... Ja, endlich! Genji-Helm! Wow! Gilgamesh! Just in time, sag ich mal. Hä? Wer ist denn da? Du Wertloser. In die Kluft der Dimension mit dir. Nein, nein! Vergib mir, Meister! Meister! Ruhe! Oh, hi, Genio! Ixo. Verbannt in den Riss, die Kluft der Dimension. Ah! Das war das Letzte, was wir von Gilgilein gesehen haben. Excalibur! Ja, Excalibur! Nicht verlesen, es ist Excalibur. Excalibur wie Excalibur. Und zwar, ich zeige es mal kurz. Ich glaube, es ist nicht gut zum Zeigen, aber, ja. Der Schein trügt, liebe Leute. Der Angriff wird zwar um 100 Punkte, auf 100 Punkte gesetzt, oder 100 Angriffskraft, besser gesagt. Das Problem ist nur, es macht jedes Mal nur einen Schaden. Damit ist es vollständig wertlos, wenn man keinen nicht Ritter, wie heißt es? Ninja in der Gruppe hat, der das Ding mal auf den Gegner schmeißen kann. Gibt's ja noch irgendwie... Oh, Rippentür. Und wo sind wir hier? Ist das etwa Ex-Death da oben? Finden wir es beim nächsten Mal heraus, wenn es wieder heißt. Let's Play Final Fantasy 5. Werden wir Galuf rächen können? Werden wir der Welt Frieden bringen? Dies wird die finale Konfrontation mit dem Rüstungsbaum Ex-Death sein. Bleibt gespannt!